Hallo, mein Name ist Alejandra Morteo. Ich habe Kunstgeschichte neben Fächer Archäologie und Geschichte in der Universität Leipzig studiert. Im Paulinum arbeite ich als wissenschaftliche Hilfskraft. Wie meine Kolleginnen stehe ich den Besuchern für Fragen über die Geschichte des Bauwerks und den Kunstobjekten zur Verfügung und sorge für die Sicherheit der Kunstwerke. Außerdem beteilige ich mich am Veranstaltungsprogramm mit Führungen über unterschiedliche Themen. Mein Lieblingsepitaph ist das von Wilhelm von Rissel. Es ist im großen Teil aus Lindenholz gearbeitet und polychrom gefasst worden. Durch die Farben werden die verschiedenen Elemente hervorgehoben. Es ist fast vollständig erhalten geblieben, dennoch mussten manche Bestandteile aus Aluminium ergänzt werden. Wilhelm wurde am 3. Dezember 1634 in Leipzig geboren, aber seine Familie stammt ursprünglich aus den Niederlanden. Sie hatten ein sehr erfolgreicher Gold- und Silberhandelsunternehmen, welches Wilhelm später übernahm. Er wurde später Mitglied des Stadtrates und mehrfach Vorsteher der Richterstube. 1675 Direktor des Hospitals St. Georg, Vorsteher der Thomasschule, Baumeister der Stadt Leipzig und Mühleninspektor. Er starb am 8. Juni 1703 im Alter von 68 Jahren. Über einen Sarkophag erhebt sich ein monumentales Kreuz. Auf diesem kann die Inschrift Spes mea Christus, meine Hoffnung ist Christus, lesen. Im oberen Bereich befinden sich die Wappen des Familien Rissel und der Familie von Becks. Links vom Kreuz befindet sich ein vollplastischer Engel. Mit seiner linken Hand hält er ein Banner mit den Lebensdaten des Verstorbenen. Rechts neben Kreuz als Allegorie der Zeit ein nackter, kahlkopfiger, bärtiger alter Mann mit Flügeln und Sense. An der Spitze des Kreuzes sind zwei geflügelte Cherubim von einem Strahlenkranz umgeben. Das Besondere am Epitaph für mich ist die Harmonie, die durch Komposition und Farbauswahl erreicht wird. Man hat wahrhaftig die Illusion, dass die Elemente aus dem oberen Bereich schwerlos schweben. Die Thematik ist ernst, dennoch erfolgreich in der Vermittlung von Hoffnung und Frieden. Meiner Meinung nach ein absoluter Blickfänger. Ich hoffe, das war interessant für euch und wenn das Paulinum wieder geöffnet ist, dann könnt ihr vorbeikommen und entscheiden, welcher euer Lieblingsepitaph ist.